Herzlich willkommen. Sehr gut. Ja, André, du sollst wissen, es ist hier auch ein bisschen warm, gerade auf der Burg. Wir müssen für Durchzug sorgen. Das Gerät ist auch noch warm. Schön. Aber ich glaube, wir können jetzt starten. André, wenn du beginnen möchtest und uns alle abholen kannst, magst, dann übernehme ich später. Prima. Okay, ja. Spannend. Ich freue mich total, dass wir hier bei euch sein können. Mein Name ist André Kramer von der Deutschen Telekom. Norbert, ich würde sagen, du stellst dich gleich nochmal vor zu deinem Teil. Bin schon sehr lange bei der Telekom, immer mal wieder auch rausgegangen und Neues gesehen im In- und Ausland. Bin so ein Product Person, Product Guy, habe auch viel Beratung gemacht, bin dann in die Kommunikationsschiene gekommen und durch den Job, und darum dreht sich es auch heute, das Thema Kommunikation in Richtung Communities entwickelt und zum anderen aber auch über diesen Inhalt, über den wir sprechen, nämlich digitale Verantwortung, so eine Tech-Ethik-Passion entwickelt oder entdeckt in mir. Genau. Wir wollen euch heute davon erzählen, was wir bei der Telekom gemacht haben zu einer Community, die nennt sich Human-Centered Technology Community, also Technologie mit dem Menschen im Mittelpunkt, was das inhaltlich bedeutet und was wir dort gemacht haben. Gestartet ist das eigentlich durch Inspiration von unserer Vorständin Claudia Nehmert, die seit 2011 im Unternehmen ist und jetzt seit 2017 verantwortlich für das Ressort Technology and Innovation ist und die einen klaren Leitlinie vorlebt und gegeben hat zum Thema, wir gehen nicht einfach mit Technologie sorglos um, sondern Technologie soll relevante Anliegen von uns Menschen lösen und soll dabei keinen Schaden anrichten. Weder für die Leute, die wir primär im Blick haben, aber auch nicht für die Leute, die vielleicht so in der zweiten oder dritten Instanz mit Diensten in Berührung kommen. So ging das alles los, so gefühlt vor 3-4 Jahren. Und genau, ich erzähle euch mal, warum wir oder aus wie vielen verschiedenen Blickrichtungen wir bei uns dieses Thema oder das Interesse für das Thema digitale Verantwortung entdeckt haben. Ne? Also zum einen sehen wir ganz klar, dass Technologie immer wirkmächtiger wird. Ne? Gerade das Thema KI im Moment in aller Munde. Wir merken, da passiert super viel, exponentielles Wachstum. Technologie rückt immer näher an uns ran. Aber Technologie kann für gute und für schlechte Zwecke eingesetzt werden. Und es liegt eigentlich sehr, sehr viel an den Menschen, die Technologie gestalten und auch an den Menschen, die sie einsetzen. Jede neue Technologie bringt eigentlich eine ganz neue Art oder Klasse von Verantwortung mit sich, über die man sich bewusst werden sollte. Und was wir bei der Deutschen Telekom merken, ist, da ist eine signifikante Anzahl von Menschen, denen es wichtig ist, verantwortungsvoll umzugehen. Das sind zuallererst natürlich die Mitarbeitenden, von denen wir direktes Feedback bekommen haben. Wir sehen das aber auch bei den Kunden, dass es wichtig ist, oder andere Stakeholder. Die wollen verantwortlich und verantwortungsvoll arbeiten mit dem Thema. Wenn wir uns mal diesen ersten Block angucken. Seht ihr das? Seht ihr ein neues Slide hier? Mhm. Ja? Okay. Ja. Prima. Genau. Also Technologie, gut oder schlecht. Ne? Mit Technologie können wir ganz, ganz wundervolle Sachen vollbringen. Ne? Ohne digitale Technologien könnten wir einige der Dekarbonisierungsziele nicht erreichen. Wohl wissend, dass natürlich auch digitale Dienste CO2 effizient produziert werden müssen. Aber sie können ein wichtiger Hebel dabei sein. Technologie hilft uns, Energie auf eine saubere Art und Weise zu produzieren. Wir bewegen uns jetzt langsam in immer abgefahrener Gefilde. Wir werden oder ne, schon sehr ernsthaft Laborfleisch und so weiter haben. Und ich glaube, wir werden uns alle daran erinnern, wie im Bereich Biotechnologie wir in den letzten Jahren sehr, sehr froh waren, dass wir unfassbar schnell so Impfstoffe haben. Als Beispiele für dieses Tech for Good Label. Ne? Da können viele, viele tolle Sachen passieren. Auf der anderen Seite Beispiele aber genauso. Ja, hier dieses Tesla-Beispiel als ein Unternehmen oder Elon Musk als eine sehr polarisierende Person, wo man gerade in letzter Zeit sehr viel
sehen kann, was verantwortungsloser Umgang mit Technologie bedeuten kann. Ja, wenn selbstfahrende Autos als selbstfahrend deklariert werden, die sind das aber gar nicht und es sogar zu menschlichen, tödlichen Unfällen kommt. Oder der Bereich Social Media, den wir, glaube ich, alle kennen und vor allen Dingen die Kinder von uns haben, soziale Netzwerke, die sich vor allen Dingen an Jugendliche richten und dort sehr negative Effekte haben können auf die mentale Gesundheit. Oder Thema KI. Wir sehen jetzt schon die ersten Anwendungsfälle, wie das für Betrugsmaschen eingesetzt werden kann. Oder wir sehen auch Unternehmen, die halt sagen, wir wollen uns jetzt so schnell fortbewegen, dass uns das Thema Ethik eigentlich nicht so interessiert. Einmal so das Ding, Technologie wird so mächtig, dass es echt wichtig, sich dem bewusst zu nähern. So. Wie ich gerade schon sagte, für uns bei der Telekom ist es besonders wichtig, damit sehr verantwortungsvoll umgehen, weil wir durch so Mensch-Maschine-Systeme, künstliche Intelligenz halt einfach merken, das wird so wirkmächtig und die Leute wissen das halt auch, dass wir dort mit einer bestimmten ethischen Haltung dran gehen müssen. Wie ich gerade sagte, so Technologie rückt immer näher an uns ran. Ja? Wir haben so Sensoren, die unsere Körper- und Vitalfunktionen messen und so weiter. Dadurch gebietet sich halt eben auch viel verantwortungsvoller zu handeln, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und dann die Telekom als Unternehmen, die halt sagt, wir verbinden Menschen miteinander. Da ist es halt besonders wichtig, dass man nicht nur sagt, unsere Verantwortung ist es, Strippen zu legen, Glasfaser zu legen, 5G auszubauen, sondern wenn wir uns angucken, jetzt wo so viele Millionen und Milliarden Menschen miteinander vernetzt sind, sich um das Thema Empowerment zu kümmern, das Unternehmen Verantwortung übernehmen für das, was die Menschen machen in der digitalen Sphäre. Ja, und wir haben natürlich auch mit Unternehmen zu tun, die aus anderen Regionen der Welt kommen und ganz andere Wertesysteme haben. Das ist etwas, was bei uns die Mitarbeitenden teils sehr beschäftigt und auch daraus heraus digitale Ethik ganz besonders wichtig. Und ja, die Kunden geben uns sehr, sehr viel Vertrauensvorschuss. Und das kennt ihr vielleicht aus euren Unternehmen natürlich auch. Vertrauen ist ein sehr, sehr wichtiges Gut. Das baut man über Jahre auf und kann es halt irgendwie in Tagen oder Wochen einreißen. Von daher ein sehr, sehr wichtiger Antreiber, warum bei uns die Leute fühlen, okay, wir können da nicht nach so Silicon Valley-Manier move fast and break things mit dem Thema umgehen. Der letzte Punkt in diesem Bereich, warum, wie hat das bei uns angefangen, eine Community aufzubauen? Wir haben ganz bewusst in den letzten 3-4 Jahren, wie ich sagte, und eben auch ganz massiv getrieben von Claudia Nehmert auf Vorstandsebene, wir haben teils sehr unbequeme DenkerInnen eingeladen, die Inspiration gegeben haben und das aus allen Bereichen, also klassisch aus dem Bereich Technologie, Kritik, da ist eine Shoshana Zuboff, die sehr, sehr hart schießt gegen Überwachungskapitalismus und Geschäftsmodelle in der digitalen Sphäre, eine Maya Göpel, die ich glaube ich nicht weiter erläutern muss, Frances Haugen, die Facebook-Whistleblowerin, die hatten wir letztes Jahr zu Gast und hat sehr, sehr viel Resonanz bekommen bei den Mitarbeitenden, an Ferdinand von Schirach. Warum ich das zeige, ist im Nachgang zu Events, wo wir diese Leute eingeladen haben und sehr, sehr anregende Gespräche geführt haben und kontroverse Debatten zugelassen haben, haben wir immer sehr viel Feedback bekommen von Leuten, entweder im Intranet, bei der Berichterstattung darüber oder per E-Mail an die Funktionspostfächer, die halt sagen, das ist super, dass ihr das macht, das ist mir total wichtig, bitte, bitte mehr davon. Das ist etwas, was mich antreibt bei der Arbeit. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, die Telekom möchte, und das ist sowieso so, ein digitales Telekommunikationsunternehmen werden, was den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Aber die Menschen in der Community, die sagen das halt auch. Und wir haben da zwei Pole identifiziert, ne? Dass man halt einmal sagt, es geht so um das Thema Menschzentrieren heißt Customer Experience. Wir sind sehr, sehr, also man muss sich sehr stark darauf ausrichten, was wollen denn die Menschen halt eigentlich? Und besessen davon sein, tolle Dienste zu liefern, die gut sind für Menschen und wie am Anfang gesagt, nichts kaputt machen. Ne? Also dass Menschen zu Fans werden der Marke. Und auf der anderen Seite das Thema Ethik und Verantwortung zu spielen und sagen, eigentlich kann man überhaupt gar keine gute Customer Experience anbieten, wenn man das Thema digitale Ethik nicht mitdenkt, weil es halt einfach nicht ehrlich ist. Und das
führt dazu, dass wir so Themen vertreten in der Community, die da sagt, wir müssen konsequentes Fördern auf Kundenfokus, denn dadurch startet alles. Ohne Kunden kein Business und ohne zufriedene Kunden kein langfristiges Business. Das ist wichtig, da startet das. Aber halt auch sowas wie psychologische Sicherheit. Und gerade im Rahmen der Community, und Norbert, du erzählst ja gleich noch mehr davon, ja. Von diesen Events, wenn die Leute da zusammenkommen, die haben uns phänomenales Feedback gegeben, dass sie gesagt haben, ich bin so froh, dass ich so aus meiner Linie rauskomme. Und wenn ich hier bin, dann bin ich mit like-minded people, wie man so schön sagt, und merke, da sind noch viel, viel mehr, die so ein Anliegen haben wie ich. Bin damit nicht alleine. Ethisches Business fördern, kritische Fragen zulassen, ist wichtig in dieser Beziehung. Das Thema Führungskräfte, Leadership, Vorbildfunktion, das ist etwas, was uns sehr wichtig ist zu fördern. Und das Ganze mit so einer Can-Do-Attitüde, wo wir halt sehen, wenn wir so eine Kultur des Helfens schaffen, wenn da Leute zusammenkommen, die halt sagen, ich habe da eine Idee, aber in meiner klassischen Linienfunktion, da kriege ich da kein Budget für oder die belächeln das. Aber ich glaube, dass das wichtig ist. Da haben wir schon ein ganz konkretes Beispiel, wie wir sowas über die Community sichergestellt haben. Und was auch noch ein Purpose ist, der herauskommt aus der Community, ist, dass die Menschen sich aktiv einbringen wollen in offizielle Leitlinien und Glaubenssätze, die das Unternehmen Deutsche Telekom sich gibt. Da gibt es also eine ganz konkrete Arbeitsgruppe, die halt sagt, wir wollen das nicht nur hier leben, sondern wir wollen diesen Spirit halt auch in den Rest des Unternehmens tragen und auch in das, was dort dokumentiert ist und wichtig ist. Genau, das war mein Teil zum Start, um einmal euch ein Gefühl in aller Kürze zu vermitteln, was heißt es denn, Menschen in den Mittelpunkt setzen, verantwortungsvoller Einsatz von Technologie, wie haben wir mitbekommen, dass Menschen da richtig Bock drauf haben und sich dort engagieren wollen, und Norbert, ich übergebe an dich lokal in Nürnberg, dazu erzählen, was dann passiert ist. Genau, jetzt wird ganz was Verrücktes machen wir jetzt. Ich versuche hier die Steuerung zu übernehmen. Der Stefan hat mir sein iPad zur Verfügung. Ist es ein eigenes iPad? Ja. Ja, so. Ich versuche jetzt mal die Steuerung zu übernehmen und dann brauchst du nicht klicken, ja? Mhm. Versuchen wir, ob das geht. Okay. Ja, funktioniert. Wunderbar. Ja. Genau. Du hast ja jetzt schon einen schönen Rahmen gemacht, André. Zu mir nochmal persönlich. Mein Name ist Norbert Steger. Ich bin Projektmanager, eher auch Scrum Master aus dem Bereich Technology and Innovation. Eigentlich ist meine Arbeit, eine Beta-Test-Plattform am Laufen zu halten, also Kunden zu finden und auch Kunden zu betreiben, eine Kunden-Community dahinter auch zu betreiben, die als Beispiel zum Beispiel Smart Home, in der Smart Home-Umgebung, die Jalousie auf und runter, dass die Community das testet, eben nicht in einem stillen Kämmerlein, sondern einfach real vor Ort, bevor es auf den Markt geht, so eine Beta-Test-Plattform betreiben wir. Und in dem Zusammenhang haben wir eben auch die Community of Human Centered Technology auch erstellt, beziehungsweise gegründet. Und jetzt würde ich euch einfach mal mitnehmen, auf das, was wir in dem letzten Jahr so geschafft haben, weil das ist so etwas, wenn man das jemandem so erzählt und es kommen jetzt ganz viele Slides, ich werde auch relativ schnell drüber gehen, ihr müsst jetzt nicht alles, glaube ich, sofort erfassen, aber ich möchte euch ein bisschen so die Leidenschaft, die da dahinter steht, auch vermitteln. Und dann fangen wir mal an. Also für uns ist so eine Gleichung, die da dahinter steht, ist, dass wir einen Einfluss haben dann, wenn wir einladen zu so einer Community, dass wir sie aber auch inspirieren und zwar mit viel Leidenschaft. Und das ist was Persönliches, aber was da auch passiert. Ich war jetzt gerade eben zum Beispiel zu Wissensmanagement. Ich würde sogar sagen, Community ist das Wissensmanagement überhaupt innerhalb eines Unternehmens, weil ich so viel lerne in dem einen Jahr, was in den Unternehmen auch passiert. In den verschiedensten Bereichen, die mich total weiterhelfen, mir weiterhelfen, nicht nur persönlich, sondern auch in meinem Arbeitsumfeld. Und genau das ist unser, und dann eben auch zu befähigen und die Menschen mitzunehmen, daran teilzuhaben. Wir kommen dann später auch dran, wo wir gemerkt haben, wo es wirklich gut funktioniert und warum wir so aus unserer Sicht den Erfolg haben. Also, wir sind Leader auf jedem Stuhl, das heißt, jeder hat was beizutragen, jeder kommt mit bestimmten Fähigkeiten in seine Arbeit.
In Lohn und Brot steht er für bestimmte Projekte, aber darüber hinaus bringt er natürlich noch sehr viel mehr mit. Also ob er jetzt im Ehrenamt bei der Feuerwehr ist oder was auch immer. Ich war mal Jugendleiter, also das heißt, ich kann Communities auch auf anderen Ebenen ganz gut handeln. Und das bringt jeder mit ein. Und die Community selber soll so verwurzelt sein. Das war unser Ansatz, dass es eben nicht nur so von der Board-Ära, also von Management-Ebene unterstützt wird. Also der André hat ja die Claudia Niemath genannt, das ist so ihr Herzensanliegen. Dazu sollte aber auch eben die Community entstehen und so bestimmte Deutsche Telekom-Stakeholders oder auch Leaders mit abgeholt werden, die das vielleicht nicht so, noch nicht so auf ihrem Schirm haben oder vielleicht bestimmte das Business oft dem entgegensteht, was eigentlich so eine Community oder die ethischen Grundsätze des Unternehmens eigentlich so ihm aber mitgeben. Und da in dieser Diskrepanz muss man einfach ein bisschen agieren und dafür haben wir eine Community geschaffen, die auf Augenhöhe eben über verschiedene Silo-Denken hinweg und auch über Hierarchieebenen hinweg wunderbar funktioniert. Und warum funktioniert? Weil wir hier mal wieder drücken müssen. Bei uns ist der Bildschirm aus. Nochmal? Jetzt. Genau, weil wir da einfach Interesse daran haben und weil wir es wirklich wollen. Also ich mache das nur, weil ich es will. Und ich bin da ganz froh und stolz, dass ich einen Arbeitgeber habe, der das auch mit unterstützt, wo Community-Arbeit einfach auch mit nicht nur geduldet, sondern einfach auch unterstützt wird. Das ist mal ganz wichtig. So, jetzt haben wir am Anfang des Jahres, ich zeige euch später auch nochmal so einen Zeitslot, was jetzt so in dem Jahr passiert ist. Aber wir haben am Anfang des Jahres so einen Kickoff gehabt, wo wir die ganze Community zusammengeführt haben. Und wir haben uns so einen Purpose mit unserer Leidenschaft, die wir da mitgebracht haben, haben wir uns gegeben, haben einen ganzen Tag uns auch Zeit genommen dafür, eigentlich 2 Tage dafür Zeit genommen und in einem schönen Rahmen einfach über ein Purpose-Turnier sehr klein akkreditiert von kleinen Gruppen auf einen großen Purpose, der hier steht. We inspire and shape a humane and sustainable future by moving the focus of technology to the benefit of all human beings. Also das war uns das Wichtige. Also Technologie ist da, um uns irgendwie zu unterstützen. Aber es muss letztlich die Menschheit unterstützen. Und dafür muss es auch ausgerichtet sein. Und zwar nicht nur als Purpose und irgendwo auf einem schönen Papier, sondern es muss von der Entwicklungsarbeit und für User Experience Thematiken auch mitgedacht werden. Das ist die Leidenschaft, die wir da mitgenommen haben und das verfängt sich insoweit, das sind jetzt ein paar Zahlen, ich möchte auch gar nicht auf alles eingehen. Die Community ist innerhalb von einem Jahr auf über 400 Mitglieder auch gewachsen, die immer wieder mitmachen an den verschiedensten Veranstaltungen, die wir da auch machen. Und es sind auch wirklich 6 Arbeitsgruppen entstanden zu bestimmten Thematiken, die ich auch später gleich nochmal vorstellen werde. Und also wir haben zum Beispiel, wir sind jetzt kurz davor, so AI, Artificial Intelligence Guidelines fertigzustellen für den Konzern, aber auch darüber hinaus. Und genau, ich möchte jetzt einfach mal so das Feedback zum Beispiel von unserem Kickoff ein bisschen mitgeben, was einfach auch diese Offenheit, diese Transparenz, aber auch diese Wertschätzung eben auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren und diese Thematiken anzugehen und auch schon Erfolge zu feiern in Dingen. Also ich bin jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen worden über das Geschäftsgebaren, als es vor ein paar Jahren noch so war, dass jemand an der Tür geklingelt hat im Namen der Deutschen Telekom und möchte da was verkaufen. Also das sind ja alles, das muss man ja hinterfragen. Fürs Business vielleicht gut, auf der anderen Seite aber nicht genau das, was man eigentlich an ethischen Grundsätzen einer Deutschen Telekom. Und deswegen muss man auch von einer Community, von einer Mitarbeiterschaft auch entsprechend da Druck machen, genau diese Geschäftsgebaren auch in Frage zu stellen. Also das sind so Ergebnisse, die dann auch einfließen und auch die Prozesse ändern und auch wirklich sehr dramatisch ändern. Genau, und dann gab es bestimmte Community-Events. Ich will jetzt mal auf 2 Highlights eingehen. Die waren jetzt auch vor kurzem erst. Im April war unser Hackathon, Hack for Humans, gegenüber eingeladen aus 8 Ländern, wo die Deutsche Telekom nun mal auch Präsenz zeigt, 23 Destinationen. Es wurden 6 Challenges aufgestellt und darin wurden auch die Gewinner gesucht.
Das heißt, die haben dann wirklich Prototypen entwickelt auf dem Hackathon, 3 Tage, 3 Nächte lang. Es waren über 150 Teilnehmer auch dabei und eine super Stimmung. Und jetzt kann man ein Hackathon machen und sagen, okay, schön, jetzt haben wir ein Prototyp, was machen wir jetzt damit? Das wäre uns als Ansatz in der Community jetzt zu wenig. Und deswegen war es uns wichtig, was sind jetzt die nächsten Schritte? Wir haben dann auch gleich im Anschluss so ein Barcamp gemacht, um es einfach zu verbreiten. Ergebnisse, was aus einer Entwicklersicht ist. Also ich bin zum Beispiel kein Entwickler, würde jetzt nicht angesprochen sein durch einen Hackathon, aber die Ergebnisse daraus so in die Firma reinzuspiegeln, so eben erklärbar zu machen. Dafür haben wir so ein Barcamp als Beispiel auf einer ganz anderen Art und Weise. Ich zeige auch gleich, wie wir zum Beispiel die Ergebnisse weiterverfolgt haben. Dann haben wir so diese Lex-Sessions. Das war auch ganz witzig. Der Shaquille ist ja auch anscheinend sehr bekannt. Der ist ja einer der Vorreiter auch für eine Wissenstransfer-Datenbank innerhalb von Mitarbeitern. Bei Audi heißt es Alex, das fand ich ganz witzig. Also da war der ja auch kreativ, finde ich. Eine Audi-Lex-Session. Also auch da, die Mitarbeiter selber entwickeln in Gruppen Prototypen und werden das aber auch dieses Wissen sofort weitergeben in einer Art und Weise, wie es auch jeder versteht. Das Barcamp kommt dazu und dann haben wir noch ein Format entwickelt. André, da warst du ja auch mit beteiligt zu Connect with Claudia. Also Claudia Niemann ist selber sehr interessiert an Technologie. Gut, es ist ja auch ihr Aufgabenbereich, Vorstand für Technologie zu sein. Aber sie möchte auch ganz im Kleinen auch Themen bearbeitet sehen. Und wir suchen dann auch in der Community Themen aus, die dann vor ihr, mit ihr diskutiert werden. Also wirklich auf einer sehr hohen Ebene, auch sehr von ihr sehr kritisch hinterfragt, was wir tun, wie wir es tun und von uns aber auch sehr kritisch hinterfragt und auch erklärt. Also Barrierefreiheit ist etwas, was alle Unternehmen jetzt zukünftig uns alle betreffen wird, auch die Deutsche Telekom. Wir sind als Telekom auch da sehr Vorreiter, auch etwas, was ich dadurch erst gelernt habe, dass wir ein Barrierekompetenzcenter in Dresden in dem Fall haben und da sehr viel tun. Wir machen Gutachten zur Barrierefreiheit. Das heißt, wenn ein Unternehmen wissen möchte, bin ich eigentlich wirklich barrierefrei, kommen da Mitarbeiter der Deutschen Telekom und können euch das prüfen. Danke. Als Beispiel. Genau, also wir bringen diese ganzen Themen weiter. Die Prototypen werden auch gezeigt. Ich zeige jetzt hier auch nochmal das Barcamp. Das war eben am 20. Juni eine Veranstaltung, die sehr gut ankommt. Das war jetzt, wir hatten vorher ja auch schon ein großes Barcamp. Da bin ich dazu gekommen. Ich weiß keine andere, waren vorher schon welche? Nee, das ist das zweite gewesen. Nein, das war das zweite. Also, vor genau. Einem Jahr ging es los. Ja, genau. Und da waren unter anderem Panel-Diskussionen und wir suchen uns dann aber auch sehr kritische Themen. Also man könnte jetzt sagen, ja, wir als Deutsche Telekom sind sehr kundenorientiert. Wir sind customer-centric, aber sind wir das denn wirklich? Und uns war es wichtig, auch kritische Kunden einzuladen zu diesem Panel. Also wirklich die Probleme hatten auf Geschäftskunden- wie auf Privatkundenebene, zu sagen, ich hatte echt ein Riesenproblem mit der Deutschen Telekom und ich möchte gerne mal sagen, warum und weshalb das ist. Also diese Perspektive war uns wichtig und nicht die gut gelaunten Kunden sich auszusuchen, die nichts Negatives über uns sagen. Also das war dieses eine Panel und das andere ging es, André, um Ethical Focus in Business, Boom or Bust. Vielleicht magst du noch 1-2 Worte dazu sagen, was in diesem Panel so das Thema war. Ja, wir haben ja gesagt, hier ist eine Community mit Leuten, die das richtig triggert, die da dabei sind. Aber dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, im Top-Management, aber nicht nur, quer durch die Unternehmung gibt es halt Leute, die halt sagen, ja Mensch, das finde ich irgendwie esoterisch. Wir müssen hier Business machen, die Zahlen müssen stimmen und möglicherweise behindert mich oder uns das halt dort bei. Und deswegen haben wir zum Beispiel jemanden eingeladen, ich weiß nicht, ob ihr das Unternehmen Share kennt, die partnern mit großen Brands und es geht immer, ich glaube, ein Euro von jedem Preis wird halt für wohltätige Zwecke gespendet und das kommt sehr, sehr gut an. Um halt zu sagen, wir wollen eure Sprache sprechen. Wenn ihr sagt, das ist esoterisch, dann holen wir Leute hier rein, die euch erzählen, dass man mit Gutes tun auch Geld verdienen kann. Ne? Also wir haben jetzt verschiedene Ansätze versucht, um zu sagen, das noch anschlussfähiger zu machen für die Leute, die nicht im ersten Schritt andocken. Genau. Danke. Und neben diesen Panels sind natürlich auch Sessions, das heißt alle in der Community, aber auch darüber hinaus
sind im Vorfeld aufgerufen, das macht unser Core-Team, also in dem ich und andere unter anderem sind, wir jetzt auch später nochmal zeigen, im Vorfeld einfach den Rahmen zu stecken, aber alle mit einzuladen, ihre Thematiken bei uns zu präsentieren und aufzuzeigen. Eine Thematik, das war nochmal der Hackathon und wir wollten das ja weiter treiben. Wir haben eine Vernissage draus gemacht, etwas einfach mal anders zu denken, dass man Prototypen einfach, die waren dann auch vor Ort in einem Raum, man konnte sie anfassen, austesten, aber wir haben auch so eine Art Vernissage draus gemacht, also das wirklich mal zu zeigen, zu feiern. Da haben sich 3 Tage lang und 3 Nächte lang Menschen drüber Gedanken gemacht und haben einen Prototyp entwickelt. Und jetzt weitergetrieben wird das dann eben auch bei Claudia Niemert vorgestellt und daraus könnten dann mal Produkte entstehen. Also ich will jetzt nicht auf die ganzen Beispiele eingehen, manches darf ich vielleicht noch gar nicht so wirklich, dürfte gar nicht so arg sehen, aber es geht um Green Coding, es gibt ganz viele Challenges, die es da gab. Ja, und dann kommt noch dazu, zu dem, wo wir ja selber schon überzeugt sind von uns, haben wir uns so gefreut, dass es auch eine Anerkennung von außen kommt, dass wir auf eine Shortlist gekommen sind von einem relativ renommierten Preis, dem Corporate Digital Responsibility. Da waren wir nominiert für die Kategorie Mitarbeitende und da haben wir uns sehr gefreut, dass wir auch einen Preis gewonnen haben. Also das ist auch so wieder zurückgeben an die Community. Ey, das, was ihr tut, das wird gesehen. Das wird auch von anderen Ministerien, die das mitbewertet haben, in Bayern jetzt in dem Fall, aber auch von anderen Unternehmen sehr honoriert. Und da haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Gedrückt hier. Ja, aber so, jetzt nochmal zur Community. Was ist jetzt aus unserer Sicht wirklich das Wichtigste, damit sowas so funktioniert und in dem Sinne läuft, wie es vielleicht auch bei euch in euren Unternehmen so laufen kann, wo wir auch später gleich nochmal in Diskurs kommen wollen, was das bedeuten kann. Also, einerseits, es muss eine Willkommenskultur da sein, es muss, jeder muss willkommen sein. Wir haben auch so einen Spezialist-Resource, also jeder oder viele kennen vielleicht den Jochen Pfänder, der letztes Jahr auf der LostCon auch hier war. Jemand, der sehr vernetzt auch ist, der Community von sehr früh an schon mitgestaltet hat, mit dem ich das gerne zusammen auch machen darf. Also wir haben die mit eingebunden, damit wir eben auch den Rahmen schaffen. Natürlich gehört ein bisschen Geld auch dazu, das heißt, man muss ein bisschen Budget haben, dass wir auch bestimmte Projekte innerhalb der Community auch mitfinanziert kriegen und es geht außerhalb eines normalen Budgetierung, um einfach zu sagen, auch kleine Ideen können wir nach vorne bringen. Wenn es eine Wellbeing-App ist, dass man sagt, eigentlich sind wir ein Telekommunikationsunternehmen, es sollte doch möglich sein, dass jeder so oft wie möglich am Handy ist, davon verdienen wir. Nee, wir gehen auch einen anderen Weg. Also wir wissen sehr wohl, dass man dieses Gerät, es hat einen Ausschalter, das kann man mal ausmachen und es ist nicht wirklich gut, permanent am Handy zu sein. Und man kann auch sehr viel mit Technik tun, um sich auch wieder so dieses Wohlbefinden zurückzuholen. Natürlich braucht man eine Top-Management-Attention, also obwohl wir es nicht top-down gemacht haben. Und wir brauchen eine Kommunikationsplattform. Auch die war sehr wichtig, um in all unseren Kommunikationskanälen intern einfach dafür zu werben und einfach uns sichtbar zu machen. Ja, vielleicht eine Bemerkung dazu. Wir haben die glückliche Fügung, dass wir halt aus dem Bereich Corporate Communications eben Leute in der Community haben, die wir nicht da irgendwie reingelotst haben, sondern die da halt aus Leidenschaft mitmachen. Und das hilft natürlich enorm, wenn gute Kommunikatoren dabei sind, die Themen bekannt zu machen. Das ist definitiv ein Erfolgsfaktor, dass die Leute das sehen, die Artikel sehen, kommentieren können und da viel Engagement passiert. Genau. Und das ist jetzt nochmal auf einer Folie, das habe ich euch auch zum Beispiel auf dem Board von LostCon mit als Folie drauf, weil das wollen wir jetzt auch diskutieren und dass ihr euch da auch vielleicht ein bisschen was abnimmt. Ich habe vorhin mal erwähnt, diese Arbeitsgruppen, diese äußere Circle, also Digital Wellbeing, ich habe es gerade genannt, Kultur und Guidelines, Andreas, also deine Arbeitsgruppe, die mitzuentwickeln und für die Firma zu wirken, aber auch gesellschaftlich nach außen zu wirken. Warum Technologie? Warum Generative AI? Und was bringt das uns? Was bringt es aber für die Zukunft, für die Arbeitswelt? Und da auch eine Meinung dazu zu haben. Und jeder hat eine Meinung dazu und kann sie auch innerhalb unseres Unternehmens zumindest so als Sprachrohr auch mit einbringen.
Dann die ganze Geschichte über Purpose und Objectives, aber auch die Sponsorin und ein Kernteam, das das mit organisiert. Also es kann nicht von einer Person orchestriert sein, sondern da gehören schon auch dazu, dass jeder mit seinen Stärken auch ein Stück weit mehr sich einbringt. Meines ist mehr so Community Building, Leidenschaft vermitteln, weitertragen. André ist sehr stark in den Technologien auch mit und ist sehr nah auch an Claudia Nehmann und in den Vorstandsbereich vernetzt. Und so kann es so eine Durchgängigkeit geben. Also wir haben eine Culture of Speaking Up. Also jeder darf Themen einbringen innerhalb des Konzerns und es wird gefördert und es wird gehört und es wird nicht gesagt, ey, das geht dir nichts an, das ist nicht dein Arbeitsbereich. Genau dafür sorgen wir in der Form. Wir setzen Fokus, wir machen es wird eine Orientierung geben zu Leitlinien, die wir entwickeln für Digital Ethics als Beispiel. Und wir brauchen natürlich einen unkonventionellen Support, auch wenn es um Geld geht und bestimmte Dinge, die im Sinne der Community sind, auch voranzubringen. Das Core-Team würde man jetzt hier mal kurz sehen. Das sagt jetzt euch nicht viel, außer dass ihr den André jetzt seht mit dem Bild und mich. Den Jochen Fender haben wir jetzt vorhin schon mal genannt. Vielleicht hat ihn schon mal jemand gesehen auf der LostCon letztes Jahr. Genau. Und die Kommunikationskolleginnen. Hier ist jetzt nochmal kurz ein Überblick des, was wir bisher schon erreicht haben, was wir gemacht haben in dem Jahr, aber was auch noch kommen wird. Unter anderem ist jetzt hier die Community at LostCon 23. Wir wollen bewusst diese Vernetzung, wir wollen jetzt nicht hier zeigen, es ist, wie steht es jetzt drin, es ist ein Fallbeispiel, ja. Wir wollen euch ein Stück weit zeigen, so ein Blick in die Garage, was macht die Deutsche Telekom eigentlich über ihr Geschäftsgebaren eigentlich sonst noch so. Aber wir möchten gerne auch, dass das vernetzt ist, auch mit anderen Unternehmen und vielleicht auch so man voneinander profitiert. Das wäre so der Ansatz. Deswegen versuche ich gerade ein bisschen schneller zu sein, als ich gerade bin. genau. Und dann nochmal der Blick so wirklich nach vorne. Also wir wollen auch so ein, wir haben eine Initiative zu Customer Exchange. Das heißt, es gibt so Interconnected Testing-Plattforms, unter anderem das, was ich am Anfang erzählt habe, aber darüber hinaus schon sehr frühzeitig Menschen und Kunden mit einzubeziehen in den Entwicklungsprozess, ihnen noch mehr zu fragen, was hilft dir diese Entwicklung? Würde es dein Leben verbessern? Ja, nein. Ist es barrierefrei? Ja, nein. Also wirklich auch darüber zu denken, hilft es mir, hilft es meiner Familie, hilft es vielleicht auch meiner Oma, Opa, all diese Dinge schon frühzeitig in den Entwicklungsprozess einfließen zu lassen und gegebenenfalls auch Produkte auch nicht entstehen zu lassen, wenn es eben bestimmten Kriterien nicht entspricht. So, und jetzt, André, jetzt ist der Spannungsbogen genau, so hoch. Genau, ich beeile mich auch, damit wir noch ein paar Minuten haben, um zu diskutieren. Ihr habt jetzt gesehen, wir sind da seit einem Jahr unterwegs. Das erste Barcamp vor einem Jahr, das hat die Leute, das hat einen Ort geschaffen, wo die zusammengekommen sind. Da hatten wir ganz viele Adressen durch die Anmeldung, dann haben wir die alle angeschrieben. Dann haben wir einen Kickoff gemacht und gesagt, wir sind jetzt hier, wir geben euch die Mittel, die ihr braucht, um eine offizielle Community zu formen. Wir sind gut unterwegs, Norbert, wie du gerade gezeigt hast. Aber jetzt kommt so ein Moment der Wahrheit. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, das Stichwort fiel gerade schon ein paar Mal, ihr kennt das alle, KI und dieses Generative AI-Thema, ChatGPT und Co., das rollt gerade wie eine riesen Tsunami über unsere Industrie und eigentlich alle Industrien. Da kommt keiner drum herum. Und das führt zu einer Menge Nervosität und Aktionismus. Und hier einmal als Beispiel, dann sind sogar noch Zahlen vom letzten Jahr. Jetzt stehen die ganz großen Zahlen im Raum. Das wird alles umkrempeln. Da steckt Riesenwachstum drin. Da muss jeder jetzt ganz, ganz früh dabei sein und muss sich damit beschäftigen. Und das ist auch richtig. Aber das führt natürlich dazu, dass Unternehmen dieses Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen, natürlich auch in Frage stellen, ne? Wenn man so Beispiele sieht. Die Valley-Unternehmen, da sieht man tatsächlich die Meldungen hier, Ethics-Teams gefeuert und so weiter. Microsoft will jetzt unbedingt mit Rieseninvestment in OpenAI und das alles in Microsoft 365 integrieren, sehr, sehr viel Geld machen und dann ist das Thema Ethik halt auf einmal vielleicht ein bisschen störend. Und das macht es halt wirklich herausfordernd. Ja? Und ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, was man halt so sieht. Snapchat kennt ihr vielleicht von euren Kids oder hoffentlich auch nicht. Ein soziales Netzwerk, was sich überwiegend an Teenager richtet. Hier sieht man schon an den rot hervorgehobenen Sachen, an der Sprache, was da für ein Mindset halt herrscht. Da ist eine Technologie, da haben wir über die Konsequenzen noch gar nicht drüber nachgedacht, was das halt eigentlich alles macht.
Aber wir entschuldigen uns schon mal im Voraus, dass das nicht perfekt ist und Fehler passieren können und geben mal so ein KI-Chatbot an Teenager, was denen übrigens um die Ohren geflogen ist, weil das Ding halt mit fürchterlichen Inhalten aufwartet und gar nicht gut ist. Oder noch ein zweites Beispiel, amerikanisches Unternehmen, hier geht es um Eating Disorders, Essstörungen, die sich gedacht haben, auch Mensch, mit den Chatbots, da können wir doch unsere menschlichen Mitarbeitenden an den Hotlines feuern und dann macht das der KI-Chatbot. Und ihr seht es hier unten, 5 Tage später ist denen das auch um die Ohren geflogen. Also dieses Ding, oh Gott, der Markt bewegt sich so schnell, ich muss alles über Bord werfen und mitmachen. Das kann sich sehr rächen. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall halt auf dem Schirm haben, ne, wo wir uns fragen müssen, auch ne, als Telekom, wo geht denn das hin, Human-Centered Technology? Jetzt muss ich das bewahrheiten. Jedes Unternehmen, was den Marktdruck spürt, muss dann irgendwann auch aushalten, wie man mit ethischen Themen umgeht und wo geht die Community hin. Und ich persönlich glaube, dass es sehr, sehr gut ist, diese Community zu haben und Menschen empowered zu haben, die dort ein ganz wichtiges Zünglein an der Waage sein können. Und das als ein Korrektiv, als die wichtige Stimmen, vielleicht als so ein bisschen Schmerz, Pain in the Ass, sagt man auf Englisch, fungieren können, damit dieses Thema vernünftig funktioniert. So, und jetzt sind wir auch am Ende mit der kleinen Reise und uns interessiert, was denkt ihr darüber und vor allen Dingen, wie macht ihr das, wie beschäftigt euch das, wie läuft es in eurer Industrie? Und wir möchten uns super gerne mit weiteren Unternehmen und euch vernetzen, um genau an solchen Sachen zu arbeiten, weil wir einfach glauben, dass die super wichtig sind. Möchte jemand so spontan? Ich habe nur ein Mikrofon hier im Übrigen. Ja, also was mir zuerst aufgefallen ist, ich schaue mir auch schon unterschiedliche Firmen immer wieder an und habe mich ganz stark in letzter Zeit mit der Generation Z beschäftigt, weil das auch ein Thema ist, was uns beschäftigt. Wie können wir sie gewinnen? Wie können wir sie halten? Und da gibt es ja das Thema Community, Sinnhaftigkeit der Arbeit, Nachhaltigkeit, Verantwortung, also so ein Consciousness, Bewusstsein. Das sehe ich bei euch ja total. Spielt ihr das auch so nach außen im Employer Branding? Merkt ihr da Auswirkungen? Oder sagt ihr, nee, wir waren ja schon immer so unterwegs. Wir haben jetzt nur andere Formate. Und eigentlich haben wir gar kein Problem. Die jungen Leute fühlen sich bei uns so mit dem Zeitgeist der Generation Z gut aufgehoben. Oder die ja, aber die schon länger bei uns arbeiten und auch da sind die vielleicht nicht mehr. Wie nehmt ihr die mit? Das ist ein guter Punkt. Also deckt sich auch ganz, ganz doll mit unserer Beobachtung halt auch. A, sehen wir, dass gerade viele junge Leute, die gerade reingekommen sind und so in Trainee-Programmen sind und so weiter, aktiv anklopfen an die Tür. Und wir sehen halt eben auch, dass dieses Thema für eine Generation Z auch nochmal eine höhere Bedeutung hat, wahrscheinlich im Durchschnitt. Wir vernetzen uns mit denen sehr stark und wir sehen das auch eben nicht als so, damit wir mehr Leute bekommen, sondern weil wir glauben, dass das Richtige zu tun ist. Wir arbeiten mit den im Employer Branding HR-Leuten zusammen und versuchen halt auch genau diese Geschichten zu erzählen, um zu sagen, wir wollen halt Leute haben, die richtige Einstellung haben, um als Technologieunternehmen verantwortungsvoll an der Gestaltung der Zukunft mitzuarbeiten. Also von daher versuchen wir uns da ganz aktiv zu vernetzen und auch gemeinsame Events zum Beispiel mit der Startup-Community zu machen und kriegen da gutes Feedback. Und vielleicht noch auch zu der anderen Frage jetzt, vielleicht ist es auch ein Vorurteil, aber ich stelle mir vor, so bei der Deutschen Telekom sind ganz viele, die jetzt auch schon viele Jahre dort arbeiten. Das heißt, ist es jetzt, habt ihr eine ständige Transformation in den ganzen letzten 10 oder 20 Jahren gehabt? Ist das für die Veränderung also normal oder ist das jetzt so eine Art, na, Zeitenwende wäre jetzt nicht das passende Wort, ihr wisst vielleicht, was ich meine, wo man sagt, das hat jetzt einen Schub gemacht, da müssen wir die jetzt nochmal besonders mitnehmen? Also Transformation ist extrem im Unternehmen, seitdem ich das Unternehmen kenne. Ich bin selbst im Bereich Mobilfunk eingestiegen, als es da nur um Wachstum ging. Aber im klassischen Festnetzgeschäft war das schon immer ein Transformationsbusiness. Jetzt ist es überall. Das heißt, das schwebt immer mit. Meine Wahrnehmung ist, ich weiß nicht, Norbert, wie dir das geht, dass halt gerade solche Vernetzung silo-übergreifend, funktionsübergreifend, vorstandsbereichsübergreifend hinweg für die Leute eine ganz tolle Heimat ist, wo die halt
auch, ja, auch sagen, boah, das hier gibt mir wieder Purpose, mich für die Sachen einzusetzen, weil da, wo ich in der Linie arbeite, da kriege ich eigentlich gar nicht so mit, was an angesagten Themen halt hier ist. Und hier, und das ist völlig egal, wie alt die sind. Also da in der Community sind Leute aus allen Generationen halt dabei, auch Leute, die seit 20, 25 Jahren dabei sind, die halt, wo du merkst, denen geht das Herz auf, dass die halt sagen, wow, ich wusste gar nicht, dass wir sowas hier im Unternehmen haben, wo ich so offen sprechen kann und wo ich halt auch merke, hier sind Leute, die nicht nur vom knallharten Business getrieben, sondern die wollen gutes Business machen, aber unter bestimmten Voraussetzungen, sodass das halt auch aus ethischer Sicht okay ist. Dankeschön. Ja, das kann ich nur unterstreichen, Stephanie von Continental. Bei uns ist auch so, dass Communities einen großen Aufschwung erleben gerade. Viele kennen mich ja, weil ich verantwortlich bin für unser Guide-Netzwerk hier. Versuche aber allgemein auch das Thema Communities bei Continental voranzutreiben. Ich bewundere da schon lange euch bei Telekom oder auch bei Bosch, oder wo wir zusammengearbeitet haben, was in anderen Unternehmen passiert, um eben Community-Builders, Community-Managers zu befähigen in ihrer Rolle und einfach die Wichtigkeit von Communities, Community-Management und dass man es eben nicht nur so nebenbei macht, die Sensibilität zu schaffen und in diese Richtung auch was zu tun. Dann haben wir jetzt auch eine Lernreise entwickelt, die sehr gut ankam, wo wir jetzt in so einem Buddy-Prinzip, also auch wieder den Social-Learning-Ansatz, über 12 Wochen ein Programm durchlaufen sind und sehr positive Resonanz hatten. Und gerade auch, wenn man da sowohl eben bei den Guides oder auch bei anderen, deren Communities reinhört, kann ich das auch sehr unterstreichen, dass es wirklich dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist und diese gelebten Werte, die diesen Leuten einen Sinn geben, da kann ich mitwirken und wo auch gerade auch bei den Guides manche sagen, ja, so schwierig es manchmal im restlichen Arbeitsumfeld ist, so schwierig manchmal die Führungskraft ist oder die Themen, das hier gibt mir Halt und das hält mich auch im Unternehmen und die tragen das auch nach außen und von dem her kann ich das auch fand das sehr schön, dieses Beispiel, ja, was wir nach außen tragen, das startet halt, wie wir im Inneren miteinander umgehen und wie wir da leben. Also kann ich auch alles total unterstreichen, ja. Genau. Noch, ja. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr habt jetzt von einer Community gesprochen, aber die Telekom hat noch viele weitere. Es ging jetzt... Ja, okay. Genau, das ist eine Community. Eine der neuen. Genau. Okay, und die wurde jetzt nochmal hervorgehoben wegen dem besonderen Human-Centered Technology-Ansatz. Genau. Ja, es ist jetzt zu Ende. Ich glaube, wir werden nicht mehr aufgenommen vielleicht. Nein, aber ja, es ist, ich weiß nicht, ob es ein Boom ist, aber ja, wir haben ganz viele Communities und die funktionieren auch in all ihren verschiedenen Facetten hinein. Also Digital at School macht ein ganz anderes Thema für Schüler und für Lehrer und die funktionieren aber alle auf ihre Art und Weise. Aber was wirklich anders ist, wo ich merke, der Konzern unterstützt es dabei, ist wirklich, dass man, dass es nicht nur geduldet, sondern es ist auch unterstützt. Also da gibt es wirklich eine Unterstützung von HR, von anderen Seiten. Strategisches Element und weil es vorhin die Frage war, gerade bei Transformationsprozessen ist es unheimlich wichtig, dass ich mich irgendwo vernetzt sehe. Man hat Informationen auch auf verschiedensten Ebenen und man hat trotzdem so ein Gefühl, ich bin hier gewollt und ich kann mich einbringen und deswegen gibt es immer mehr im Konzern, die sagen, doch, Community ist genau das, was ich auch zusätzlich zu meiner Arbeit auch machen will. Ja, und es haben die Communities die größte Traktion, die einen klaren Wertekern haben. Das ist was, worum es hier geht, ja, Technologie, Ethik, digitale Verantwortung. Es gibt aber halt auch die Green Pioneers, Menschen, die sich ganz doll für Nachhaltigkeitsthemen einsetzen. Das Thema Schule, also dort, wo soziale Wirksamkeit möglich ist durch Community-Arbeit, da findet im Moment das meiste statt. Ja. Und das ist auch gar nicht verwunderlich, wenn wir uns die Zeiten angucken, in denen wir leben, ne? Das gibt den Leuten Halt. Genau. Ich möchte gerne jetzt beenden. Vielen Dank für eure Mitarbeit. Alle Infos oder auch Kontakte könnt ihr uns über unser LinkedIn-Profil und wie gesagt, ich habe es auch auf unsere Wall hier gestellt. Also lasst uns in Kontakt bleiben. Ich wäre sehr interessiert, dass wir da auch über Firmengrenzen hinaus einfach unseren Austausch weiterhalten.
Super. Absolut. Danke euch. Hat Spaß gemacht.